Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch. So! Nö. Ja. Digga. Das ist. Weißt du, was das ist, Alter? Ist das etwa das Honor 7 mit 5,2 Zoll Display? Das Originale. Das Originale? Original. Hat das den Touchscreen-Megasensor, der in 0,5 Sekunden entsperrt? Das könnte sein. Ist das die 20-Megapixel-Kamera? Das sind 20 Megapixel. Und 8 Megapixel vorne? 8 Megapixel. Für einen fetten Selfie? Was hast du das her, Alter? Hab ich geklaut. Hast du geklaut? Ja. Von wo? Von einer Nussroulade. War drin eingewickelt. Ist das der neue Preis? Das ist der neue Preis. Für den Kandidaten? Das ist der neue Preis. Alter. Werden wir gefördert? Endlich? Haben wir Kohle? Haben wir endlich Kohle, Alter? Machen wir noch einen Buddy-Tag? Würde ich sagen, oder? Wenn wir sowas haben. Phantasialand! Phantasialand, das wird unser. Ihr wisst, letzte Woche, da wurde ich quasi demontiert. Ich wurde gedemütigt vor ganz YouTube Deutschland. Und, YouTube Deutschland. Ein Witz. So und ja, dementsprechend haben wir quasi, also kam Ende mal auf mich zu. Georg meinte, pass mal auf, Tim, das geht so nicht weiter. Du hast uns ein Heidengeld gekostet. Wir haben quasi das letzte Budget des Ladens investiert in die 10 iPads. Und du hast es vergeigt. Wir haben halt alles darauf gesetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, pass auf, was willst du von mir? Weißt du, ich bin auch nur ein Mensch mit Fehlern und Macken. Und da meinte er, es geht so nicht weiter. Das war's. Dann haben wir kurz überlegt, ob wir so iPods, war das iPods, Freddy? Hä? Guck mal. Und schon hörst du ja nicht zu. Wo bist du eigentlich gedanklich immer? Bei einer Nussroulade. Okay. Dann haben wir kurz überlegt, was machen wir jetzt? Wir hatten die Überlegung, dass wir einfach quasi Tickets verlosen für ein privates Treffen mit dir. Ja. Du hast aber gesagt, willst du nicht. Will ich nicht, weil ich sehr viel zu tun habe. Ja, natürlich. Ja, machen wir weiter. Okay, gut. Und auf jeden Fall haben wir dann gesagt, pass auf, wir überlegen uns was Neues. Da ich eben überrascht reinkam, kann ich ja schlecht sagen, dass ich wusste davon, dass wir jetzt dieses grandiose Handy haben. Dementsprechend hast du dich gut? Musst du das ja vorbereitet haben. Ha! Ich habe was getan! Okay, auf jeden Fall kann diese Woche dementsprechend einmal das Honor 7 gewonnen werden. Und wer das dieses Mal sein könnte, und jetzt möchte ich kurz. Du? Ja. Du kriegst eins. Solche. Die ist kaputt. Machst du? Hey. Ja. Bringst du Freddy mal eins? Okay. Machst du nach der Show fertig? Ja. Danke dir. Bis dann. Ciao. Danke. Nach der Sendung. Ich will das abstürzen, Digga. Ich vertrage das nicht mehr. Meine Mutter? Okay. Mach's gut, ciao. Ja, gleich kommt ich warne euch nur schon mal vor, ein Mädchen durch die Tür. Und was? Ich weiß, in den Kommentaren, letzte Woche, großer Tumult, viel Aufregung. Hä? Was ist da los? Ja. Aber viele, wir haben ja den Wikipedia-Artikel unten in der Videobeschreibung verlinkt, dementsprechend, denke ich mal, sind die Leute jetzt mehr sensibilisiert für unsere heutige Kandidatin. Nein. Die? Nein. Oh. Julia! Julia! Grüße dich. Aua. Slapstick. Grüße dich. Nein, ein bisschen doch. Licht. Oh. Achso, oh, Entschuldigung. Grüße dich. Julia, bevor wir jetzt gleich ans Eingemachte gehen. Mhm. Wir haben uns ja schon kennengelernt. Auf der, ja, wir haben wirklich Eingemachtes hier. Auf der Couch. Wir haben Eingemachtes, genau. Mhm. Wir haben uns ja schon kennengelernt auf der Couch, also auf der Oh-Hallo-Couch. Und das könnt ihr euch auch anschauen. Es kam Freitag raus. Heute ist ja Montag. Ihr könnt diese Sendung nur Montag schauen. Dementsprechend ist das 2 Tage her. Und die Julia, du hast dich da wirklich sympathisch verkauft. Ne? Also die Kommentare sind ja ausgerastet. Die waren ja voller Freude. Die haben gesagt, also wenn das Mädchen nicht das Honor 7 mit super. Auf jeden Fall. Ja, Chef, das war genau richtig. That's why I'm here. I'm your Ricky. I'm Nein. your guy. No, stell dich doch mal ganz kurz vor. Du hast einen YouTube-Kanal. Du bist befreundet genau. mit Tim und Stegi. Genau. Da frage ich mich. Was ist schief? Für wie viel? Schief gelaufen. Ja, viel Zeit wegen Ausbildung, viel Zeit Berufsschule, derzeit nicht so viel Zeit YouTube-technisch und Ausbildung geht meiner Meinung nach vor. Du machst Richtig. Eine Ausbildung zur Fotografin? Ja. Mit Spezialisierung auf Porträtfotografie? Genau. Das heißt, wie verdienst du dann später dein täglich Brot?
Je nachdem, entweder Hochzeiten, ganz normale Porträts, wenn ich jetzt wirklich irgendwie ein Studio aufmache, Passbilder, Bewerbungsbilder, was ich aber nicht machen möchte. Nehmen wir mal an, ich würde heiraten wollen. Ja. Und fände die Idee klasse, das als Han Solo und Prinzessin Leia zu machen. Mhm. Ein paar Stormtroopern und Chewbacca, mit denen ich mich von oben abseile. Ja. Und meine Lebensgefährtin hält die Idee nicht so für cool. Mhm. Also würdest du da auch, sage ich mal, ein positives Wort einlegen für mich, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du kannst die Fotografin sein, kannst du das vielleicht meiner Frau irgendwie nahelegen, also, wie cool das wäre? So, bei einer Hochzeit geht es ja eigentlich immer mehr so ein bisschen um die Braut, ne? Hab ich ja man auch gesagt. Könnte ja anbieten, dass man nachher noch ein Fotoshooting in dem Outfit macht. Gehen wir rüber. Ja. Leute, wir haben auf jeden Fall heute wieder. Wir haben heute auf jeden Fall wieder. Komm rüber. Viele Minispiele vorbereitet. Hier in der netten Ecke. Und das erste stellt uns jetzt wie immer, die ich heute übrigens noch gar nicht introduced habe, in meiner kompletten Aufregung bezüglich des neuen Honor 7. Und deswegen kann er sich einmal kurz selber vorstellen, vielleicht Stürmerfeld. Ich gebe ab dich. Ich gebe ab dich. Hi. Ich bin ab dir. Ja, hi. Ich erkläre jetzt das erste Spiel. Ich bin Stürmerfeld. Haben wir eigentlich Regeln? Sag mal. Ja, wir haben natürlich die üblichen Regeln. Du bist immer noch bei mir in der Ecke. Du kannst super gerne hier bleiben. Wird ein bisschen merkwürdiger dann, ein bisschen schwieriger in der Sendung. Kommt auch mal dazu. Genau, komm. Hier, erstmal. Ja, toll. Wir haben wie immer die gleichen Regeln. Jedes Spiel gibt die dementsprechende Punktzahl. Spiel 1 gibt einen Punkt. Und Spiel 2 gibt zwei Punkte. Und wie immer haben wir 5 Spiele. Davon gibt es 2 Studiospiele. Das letzte Spiel ist wie immer Bad Wars. Und ansonsten ein bisschen was Differenziertes. Glaube ich zumindest. Ich habe noch nicht ganz durchgeguckt. Oh, also habt ihr schon drauf geguckt. Jetzt wird spannend. Ist wie immer spannend. Ich bin Schiedsrichter, unparteiisch und süß. Und deswegen legen wir jetzt auch direkt los mit dem ersten Spiel. Ihr seid beide zumindest bereit für ein erstes Spiel, ne? Und seid bestimmt auch mega gespannt, was es denn ist. Und jetzt kommen wir zu einer Paradedisziplin des Minecraft-Triathlons, sage ich immer so schön. Denn es ist ja Kämpfen, Überleben und, ganz wichtig, Craften. Ihr spielt jetzt den Item-Crafting-Parcours. Gutes Intro vielleicht, machen wir bestimmt wieder nicht. Letztes Mal habe ich sie immer verbreitet. Ihr durchlauft jetzt gleich 5 verschiedene Bereiche und müsst in den jeweiligen Bereichen verschiedene Items craften. Kennt ihr bestimmt aus einigen Minispielen, hat Hypixel zum Beispiel auch. Nicht so ein guter Server wie Backpack Labs, aber auch sehr toll. Was ihr braucht, steht dazu an der Tafel, wenn ihr das nicht selber wisst. Wichtig hierbei noch als generelle Info, wenn ihr zum Beispiel einen Diabrustpanzer machen müsst, so als Beispiel, dann müsst ihr erst Eisen abbauen, euch eine Spitzhacke machen und dann mit der Eisenspitzhacke die Dias abbauen. Also ihr müsst wirklich vorgehen wie im normalen Minecraft, auch wenn ihr höherwertige Sachen craftet, damit ihr da ein bisschen... Und am Anfang kriegen wir eine Liste mit Sachen, die wir craften müssen. Das steht in jedem Bereich dann da. Okay. Genau. Und das ist basically it. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr am Ende des Bereichs den Knopf drücken. Wenn das richtig ist, dann geht's weiter. Wenn nicht, dann müsst ihr nochmal gucken. Ich denke, das solltet ihr aber schon hinkriegen, weil sonst habt ihr, wie gesagt, das Item nicht. Gut, am Ende nur Knöpfchen drücken und dann, ja, das war's. Alles cool, alles easy. Ich glaube, ich habe alles aufgeschrieben. Hier unten ist noch was draufgeschrieben. Ich liebe dich und bitte hol mich hier raus. Ich bin gefangen in einer chinesischen Glücks... Und Primark. Primark ist das. Gut, okay, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns jetzt im ersten Spiel wieder. Ihr seid beide bereit und dann geht das erste Spiel los in 3, 2, 1, jetzt. Achso, es geht jetzt in die ersten Bereiche schon rein. So, und ihr seht das immer, ihr habt in den einzelnen Bereichen schon die jeweiligen Gegenstände und müsst dann eben euren Schissel, die dir so da rauscraften. Rechts natürlich schon wunderbar programmated. Wo ist denn? Auch die neuen Craftings noch da drin. Ups. Ist in jedem Fall schon. Jetzt habe ich es kapiert. Safe, safe. Okay, gut. Verstanden haben sie es. Das ist schon mal ein guter Anfang. Merkt man hier mit seinem selbstgezeichneten Cape. Natürlich hat sich auch noch ein Bandana umgewickelt inzwischen. And you know it's gonna be crazy if the dude has a bandana on. Das haben schon Leute bewiesen, wie der liebe Anton zum Beispiel. Also wenn ich jetzt erst gecraftet habe, dann... Knöpfchen drücken. Genau, und dann geht's direkt weiter. Du hast das Prinzip verstanden. So, aber Julia auch ganz nah dran. Hier, zack. He's get wrecked, denkt sie sich da. Und jetzt die große Frage. Wie macht man Buremine Kraft? Das wissen wir alle nicht mehr. Deswegen nochmal die kleine Hilftafel. Ich zoome auch ein bisschen ran für die ganzen Leute, die sich damit nicht auskennen. Leute, Bücher sind wichtig, Bücher sind richtig. Wir haben hier einen Lehrauftrag und den müssen wir auch einhalten. Deswegen machen wir das hier so. Bergi, wie gesagt, baut hier das komplette Zuckerrohr ab.
East get wrecked. da ist die große Frage. Und Julia überholt hier tatsächlich den Bergmann, denn der war hier am Zuckerrohrfarm, als wäre es nichts Gutes mehr. Und hier geht's direkt weiter. So, wir gucken jetzt mal. Da ist die Dia-Spitzhacke als nächstes. Muss ich es irgendwo reinlegen? Spoiler. Nee, einfach nur im Inventar. Okay. Alles easy. Und dann geht es weiter. So, schauen wir mal. Hier, da wird auch schon fleißig Stein abgebaut. Jetzt kommt es nämlich dazu, zu dem Fall, den ich gerade eben erzählt habe. Jetzt muss nämlich abgebaut werden in den einzelnen Reihenfolgen. Denn für eine Dia-Spitzhacke braucht man ja eine Eisenspitzhacke. Zunächst mal, um die Dias abzubauen, die für die Spitzhacke notwendig sind. Im Zweifelsfall, falls da nicht genügend Dias sein sollten, könnt ihr auch gerne auf Höhe 13 und ein bisschen Strip Mine. Das ist vielleicht ganz interessant für die Zuschauer. Lernt man das auch mal wieder. Sollten aber eigentlich genügend da sein zu dem Texture Pack hier. Ja, bitte, bitte, was sagst du? Ja, alles gut. Alles ein bisschen coolio. So, ich wollte sagen, gebe schon mal den kleinen Spoiler-Alert, was man dann machen muss. Oh, das ist aber jetzt hier. Ui. Uiuiui. Uiuiui. This ging das so? Really, really spannend. Oh, das ist jetzt die Frage, ne? Das ist jetzt die Frage, Bergmann. So, wie schaut es bei Julia aus? Sie ist ja auch schon fleißig am Warten. Ach, beide okay. Öfen laufen auf jeden Fall. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und generell sollte man natürlich auch nicht außen vor lassen, wie wunderbar dieses Map-Design auch ist. Ich meine, diese Bäume, alle handgefertigt. Das ist in keinem Texturenpaket erhältlich. Original von Fischermann. Fischermann? Original von Fischermann. Ist Fischermann irgendeine wertvolle Marke? Da wollte ich jetzt tatsächlich eigentlich jetzt keine Werbung machen. Aber Fischermann... Egal. Reden wir nicht drüber. Das soll uns egal sein. So. Das Crafting dauert sehr, sehr lange. Schauen wir mal, ob Bergi noch hinterher kommt. Vielleicht nochmal ein bisschen verzaubern oder auch ein bisschen und ach so, okay, alles klar. Easy peasy. Und Julia haut hier rein, Alter. Hat gelernt, Cube ja dabei. Es laggt bei mir. Ausreden werden gefunden. Ah, Mann! Oh Gott, jetzt, ja gut, okay, da hat er sich gerade ein bisschen in den Zeh verstaucht. Das passiert hier öfter, denn wir haben kleine Mäusefallen auf den Boden gelegt als kleine Challenge heute, damit auch vielleicht ein kann ich mir auch ein Dia-Schwert craften und damit nachher auf Julia gehen? Das kannst du machen, bringt dich aber tatsächlich im Parcours nicht weiter. Und über den Zaun kannst du nicht springen, because it's all about that base. Everything's awesome when you're part of it. Ich hatte einen, ey, ich bin echt... Heute bin ich echt gut in Form, ey. Ja, ich merke es schon, ich merke es schon. Hier wird fleißig geklickt, wie nichts Gutes. Ich dachte auch tatsächlich, das geht super, super fix wie nix, aber he's get wrecked. Oh, Julia hat das ganz geschickt gemacht, hat auch die Spitzhacke benutzt, weil man hat ja die alten Sachen noch und ist jetzt hier weiter. Und jetzt kommt es natürlich zur Paradedisziplin. How do you do it is the question and she knows how to do it. Und jetzt kommt dann die große Frage dann am Ende vielleicht gleich. Fertig? Seid ihr fertig? Seid ihr nicht fertig? Leckt ein bisschen bei mir. Alles gut. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr kommentieren. Leck. Kurz ein bisschen Credit an die Special Effects Abteilung hier, die das fantastisch gemacht hat. Gerade diesen Lag eingefügt. Total super. Da sagt nochmal einer, wir hätten eine schlechtere Nachbearbeitung als Apecrime. Das stimmt natürlich nicht. Wir können auch Stottereffekte im Mikrofon. Können die Jungs nicht, dafür können sie viel, viel besser schneiden als ich. So. Oh Gott, was habe ich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Bergi jetzt langsam ein bisschen hier im Bedrängnis oder so. Jetzt nicht vercraften. Oh. Aber auch nicht. What's happening? Zack. Und Bergi jetzt auch im letzten Bereich, aber Julia hat hier schon fleißig abgebaut und da muss Bergi, zieht sich natürlich jetzt erstmal voll Dia equipped an, um mal kurz ein bisschen ne, auch Präsenz zu markieren. Alter. Will jetzt hier noch irgendwie was reißen, den Sieg haben, aber ich glaube. Julia ist auch schon ein Stück weiter. Das heißt, Bergi muss jetzt hier klotzen und klotzen und klotzen. Im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht auch Klötzchen. Denn das sagen ja auch viele über das Minecraft-Spiel. Ich habe übrigens keine Ahnung mehr, über was ich die letzten 15 Minuten geredet habe. Ich entschuldige mich vielmals, falls das blöd sein sollte. Und Julia gewinnt hier das erste Spiel. Und das ist ein Punkt für Julia. Und es geht nicht schlecht. Sehr gut. Aber es hat bei mir natürlich auch kräftig geleckt, muss ich dazu sagen. Aber mein Gott, vielleicht kriegt das ja Lukas irgendwann hin. Nein, Quatsch. Glückwunsch. Das hast du wirklich fantastisch gemacht. Legen wir weiter los. Im zweiten Spiel legen wir weiter los. Wir machen jetzt weiter. Hallo und herzlich willkommen zurück im zweiten Studiospiel. Es steht 1-0 für Julia. Es ist extrem laut und ich lasse das jetzt langsam, denn ich bin ein kleines Spielkind. Hallo Dena. Wir spielen jetzt Einfädeln. Guck, habe ich dir schon erspart, musst du nur einfügen jetzt die Sachen. Einfädeln. Ihr seht hier vorne schon die wunderbaren Korkplatten. Es wird schon mit einer Kamera gefilmt, nur ist wahrscheinlich hingeschnitten, während ich aus dem Off jetzt erkläre, was Sinn ist. Die einzelnen Nädelchen, die da reingesteckt sind, sind einzeln nummeriert. Durch diese Reihenfolge müsst ihr im Prinzip den Faden, der dabei liegt, durch
fehlen. Wenn ihr fertig seid, dann drückt ihr bitte den Hot-Button oder sagt einfach mal ganz laut fertig, denn ich sehe gerade keinen Hot-Button. Oder ruft vielleicht eure Mutter an und sagt ihr, was ihr gerade erreicht habt in eurem Leben und dass ihr jetzt wirklich vielleicht bald mal nähen könntet. Spannendes Spiel. Zum Nähen muss ich euch, glaube ich, nicht viel erklären oder wie man Sachen einzählt. Und du ziehst ihn nicht raus, nein. Was ist, wenn ich während des Spiels so aufgeregt bin, dass ich den Faden verliere? Fangen wir an. Wir haben Lust, ihr habt Lust. Los geht die wilde Party. Wenn du während des Spiels den Faden verlierst, ich glaube. Gut, wenn ihr dann bereit seid, ihr könnt ja beide schon mal die Eins irgendwie für euch raus auswendig machen, dann würde ich sagen, top, die Wette. Nein, 3, 2, 1 und los geht's. Zack, 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 zack. Julian macht das schon mal ganz gut. Bergmann leckt hier an. Das ist natürlich schon eine große Frage. Das Problem ist natürlich, dass ich halb blind bin durch den Zwischenfall. Okay. Mit der Nougat-Rolle, oder? Mhm. Ich sehe wirklich nichts. Ich bin so dermaßen... Ist okay. Es ist auch ein Spiel mit Feingefühl. Oh, Julia macht das hier schon ganz gut. Lock crazy. Ich sehe es einfach nicht. Ja, ist die große Frage. Da musst ich sehe einfach nichts. Es leckt ein bisschen auch. Ich muss gucken jetzt. Gut, Julia sieht's, dementsprechend ist auch alles gut. Ich glaube, der ist sogar ein bisschen länger, deswegen musst du da Tomato. Durch ist es. Wie gesagt, das ist hier eine Ruhe selbst. Bergmann. Guck mal, ich bin wie so ein Blinder. Wie so ein Blinder, ja. Ja, ich gehe die ganze Zeit daneben. Alles cool. Scheiße, ich mal die Brille. Und weil ich mal die Brille von zu Hause mitgebracht. Du hast so eine vergoldete jetzt, ne? Schön, okay, tolles Gespräch. Und das ist nicht die Paradedisziplin von Bergmann, da haben wir uns aber auch mal was einfallen lassen. Denn es geht ja jetzt um das coole neue Honor-Handy. Schauen wir mal, Bergi immer noch mit dem Problem beim Einfehlen, nicht den Faden verlieren. So, da war der Gag nochmal, können wir bitte einmal kurz ein... So, ich gucke den Tonmann ein bisschen verdutzt an nebenbei. Ich darf die gar nicht anfassen. Zu spannend. Darf ich die anfassen? Du darfst die anfassen, ja. Ach so. Klar. Okay. Jetzt hier, Julia. Wie gesagt, du hast die Ruhe weg jetzt gerade. Du hast hier so eine lockere, entspannte Führung. Alles easy, alles ruhig. Mal die Ruhe Scheiße bewahren. Ist doch hier wieder. Und Bergmann muss da das erste Mal in der eigenen Sendung gepiept werden jetzt hier, denn solche Kraftausdrücke sagen wir natürlich nicht. So, dann geht's hier weiter. Die Ruhe weg hier. Und man braucht halt auch die Ruhe. Und das ist noch ganz am Anfang der Sendung. Da ist natürlich noch ein bisschen Nervosität drin. Da ist noch kein Pufferkissen auch an Punkten, sondern da muss man wirklich noch ganz hart mal friemeln und ich bin tatsächlich ein bisschen verdutzt, wie schlecht man sein kann, wenn es ums Einfehlen geht. Da hat auf jeden Fall jemand noch nicht seine eigenen Sachen genäht, das ist aber auch nicht notwendig. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, wenn man in 2 Jahren 15 Kilo zunimmt, dann muss schon mal die eine oder andere Hose noch mal ein bisschen vergrößert werden und dann hat man natürlich ab einer bestimmten Zeit auch die besten Nähskills ever. Ich hoffe, das kommt nicht in die Sendung, höchstwahrscheinlich schon. Den rauspicken können wir es nicht. So ja, da habt ihr wieder alle Spaß, ne? Bitte, da habt ihr was? Noch nie so wenig Spaß an dem Spiegel. Du bist auch gerade tatsächlich sehr schlecht. Wie gesagt, Julia hat hier die Ruhe weg und macht das ganz, ganz locker und ohne große Probleme. Und... Machen wir fertig jetzt. Das ist der letzte. Siehst du, wie ich zitter? Ja, ich sehe das, ja. Boah. Das war der letzte? Ja. Ja, ich bin fertig. Okay, okay, gut. Dann gucken wir das Ganze mal an. Weiter. Gucken wir das Ganze mal an, bevor jetzt hier groß... Das ist die 1, das geht in die 2, 3, das sind 4, 5, 6. Und das ist dann der Sieg für Julia im zweiten Spiel und das steht 3-0. So, da sind wir im dritten Spiel und das könnte jetzt schon nicht die Entscheidung sein. Ich wollte es aber mal ganz kurz spannend machen am Anfang. Wir spielen jetzt nämlich Air Hockey und wieder mal ein bekanntes Intro. Ne? Ja, freuen sich die Leute in der Nachbearbeitung, weil ich so ein guter Typ bin. So, da unten der Bergmann drückt schon drauf. Wir spielen Air Hockey auf dem iPad. Es ist verwunderlich, dass wir überhaupt noch eins haben nach der letzten Sendung, wo tatsächlich 10 Stück flöten gegangen sind. Das wären so viele schöne Minispiele gewesen. Jetzt haben wir nur noch eins. Kriegst du nicht. So, geht ne, darum, dass ihr mit dem Puck ins Tor des Gegners kommt. Jedes Spiel geht bis 7 und wir spielen Best of 3. Das heißt, wer als erstes 2 Spiele gewinnt, der gewinnt das Ganze. Und mehr steht auch auf einer verwunderlichen tollen Karte auch nicht drauf. Und deswegen würde ich sagen, ihr beide begebt euch schon mal hier hin. Seid bestimmt ready und dann fangen wir nämlich direkt an mit Air Hockey, Klammer auf, iPad, Klammer zu. Bam, bam. Oh, hallo zur Zwischensequenz. Das war jetzt gerade mal wieder ziemlich, ziemlich spannend. Und ich würde sagen, wenn ihr das weiterhin sehen wollt, dann klickt ihr jetzt mal bitte auf die Flasche einer großen gebrandeten Zucker-Limonaden-Herstellungsfirma in der Hand. Und dann geht es da nämlich weiter und dann könnt ihr sehen, wie das Ganze ausgeht.
wird sich heute tatsächlich mal eine Frau durchsetzen gegen Bergmann, wird Bergmann zweimal hintereinander verlieren. Heute steht ziemlich viel auf der Kippe, denn die ist trainiert. Die ist trainiert. Und das Einzige, was Bergmann kann, ist wirklich, wirklich gut pfeifen. So, ich früher mein Geld verdient. Ich weiß. Straße, da haben wir nicht herausgeholt aus der ganzen Misere. Leute. Klicki, klicki. Ich kann es auch ein bisschen schneller machen.